wir sind auf alle Fälle als verdienter Sieger vom Platz gegangen, was ja im Laufe der ersten Halbzeit nicht so aussah. Weil wir einfach zwei Probleme hatten. Das war, dass wir unsere Chancen nicht genutzt haben und dass wir einfach mit den vielen langen Bällen, die wir gespielt haben, uns unserer spielerischen Stärke beraubt haben. Und das haben wir in der zweiten Halbzeit eindeutig besser gemacht. Auf der einen Seite viel besser gespielt und natürlich auch die Chancen genutzt. Ich sag ja, wenn wir hier 2-1 verlieren, alles gut. Die letzten zwei Tore haben wir ein bisschen hergeschenkt. Ja, waren wir nicht mehr präsent, verlieren dann viel zu leichtsinnige Bälle im Passspiel, weil da alles dann Konzentration, alles fehlt. Ne? Der letzte Pass kommt nicht an, der Druck fehlt, die Übersicht fehlt. Entscheidet dann durch diese Konditionsgeschichte. Wenn du die konditionell da bist, wenn du die Ruhe hast am Ball, die Wege gehen kannst, einen Doppelpass spielen kannst, dann passt das. Ne? Wenn du das aber nicht machen kannst, dann hat jeder Spieler, der den Ball hat, auch natürlich schwer, den Anspielstation zu finden, weil die Wege dann nicht gegangen wären. Naja, das war das erste Spiel. Wir hatten eine komplizierte Vorbereitung, wie alle anderen Mannschaften sicherlich auch, durch die Ferien zwischendurch. Wir haben jetzt als nächstes Spiel haben wir Lübeck auswärts, sicherlich ein Aspirant, der da aufsteigen will in die Bundesliga. Was soll ich jetzt sagen, nach dem ersten Spieltag? Also ich sag mal, wir konzentrieren uns auf das nächste Spiel.